Was geht YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Wir spielen heute mit der HG40, weil es glaube ich eine Waffe ist, die es im Zweiten Weltkrieg schon gab oder auf einer Waffe beruht, die es da schon gab. Und währenddessen wollte ich ein bisschen, wie ihr es vielleicht schon im Vlog auf meinem Hauptkanal gesehen habt, über das neue Call of Duty sprechen. Falls ihr den Vlog noch nicht gesehen habt, Link ist ganz oben in der Videobeschreibung. Ich mache das Ganze so, dass ich jetzt hier über meine ersten Eindrücke vom Spiel spreche und im Video auf Marcel Scorpion zeige ich das ganze Wochenende in London, beziehungsweise die ganze Woche in London und wie es dort war, wie ich den Livestream gemacht habe und ja. Also wer es nicht mitbekommen hat, musste den ganzen Vlog auschecken, da gibt es echt einiges zu sehen, deswegen sind die Videos auch gleichzeitig online gekommen, damit ihr da nichts verpasst. Ja Leute, das war dann so, dass wir halt in London am Start waren und den Reveal-Livestream von komplett COD weltweit für den deutschen Bereich abdecken durften, das heißt, wir waren echt bei einer richtig sicken Veranstaltung dort und haben den Trailer echt wirklich vorher nicht gesehen, das heißt, wir haben den Trailer mit euch zusammen, also den Trailer hat wahrscheinlich jetzt jeder gesehen, der hat irgendwie, keine Ahnung, wie viele Millionen Klicks schon wieder. Wir haben also die Kampagnen-Trailer gesehen und ich habe ja schon ein bisschen vorher immer so ein bisschen ja Zweifel geäußert, weil ich World War 2 die Idee nicht so cool fand, weil ich denke, dass es da zu wenig Innovation gibt. Aber ich habe mir was überlegt. Ich hatte halt die ganze Zeit MWR im Kopf und das ist eigentlich komplett falsch, weil wieso sollte es denn so werden wie MWR? Es ist zwar noch länger zurück, aber MWR gab es ja auch nur 3 Streaks und sowas. Das ist ja immer das, was ich meine so. Aber ich hoffe einfach zum Beispiel darauf, dass sie einfach sozusagen das alte Zeitalter, also das alte Setting in irgendwie neue Technik mit neuen Streaks und so trotzdem reinpacken. Also wisst ihr, was ich meine? Natürlich wird es keinen ultimativen Heli 10.000 geben, so als Beispiel, aber warum sollte es nicht irgendwie was geben, wie zum Beispiel trotzdem verschiedene Streaks und ein Zeppelin, mit dem man dauerhaft alle Sachen auf der Minimap sieht oder so. Wisst ihr, was ich meine? So verschiedene Sachen kann es ja trotzdem geben. Und ich glaube einfach, dass sie das mit diesem neuen Modus auch, den sie da jetzt einführen wollen, so wie so ein Social-Bereich, also wo man einfach zusammen chillen kann mit seinen Freunden in so einer größeren offenen Map. Wenn man das machen kann, klingt es doch auf jeden Fall richtig nice nach irgendwie was Innovativem und Coolem. Und genau das will ich ja. Ich will ja nur, dass es innovativ ist, dass es neue Sachen gibt und ich glaube, dass wir das haben werden. Und die ersten Sachen sehen auf jeden Fall richtig cool aus. Es gibt ja auch schon so die ersten geleakten Multiplayer-Szenen, wo man da so ein bisschen so einen kleinen Eindruck gewinnen kann und so und ich habe ihn echt so gefickt, Leute. Oh mein Gott, ich habe ihn so geraped. Und genau aus diesem Grund bin ich jetzt ein bisschen, sei es im Stream, zuversichtlicher geworden. Klar, richtig viel wissen wir jetzt auch noch nicht so. Das wird sich auch erstmal nicht ändern, glaube ich. Aber sobald wir dann erste Sachen sehen, dann wird es auf jeden Fall der Hype richtig real sein. Also, alleine wenn ich mir die Bewertungen des Trailers anschaue, vergleicht es mal mit IW, das sind Welten, das ist ein Kilometer Unterschied. Und ich glaube, deswegen können wir auf jeden Fall mit was Coolem rechnen, Leute. Ich rechne auf jeden Fall mit was Coolem. Oh mein Gott. Ja, Leute, der Hase läuft gerade aber, würde ich sagen. Der Hase raped gerade auch ein bisschen. Ich bin schon wieder ängstlich, Leute. Ich bin schon wieder ängstlich. Es ist auch so schwer, sich dabei noch einigermaßen zu konzentrieren, vernünftige Sachen zu erzählen, Leute. Auf jeden Fall dieser Bereich, wo man irgendwie mit seinen Freunden chillen können soll oder so, auf den freue ich mich persönlich extrem, weil das mal was komplett Neues ist. Und im Übrigen, alle Leute, die jetzt Angst haben, das ist kein das haben ja einige gesagt, es gibt keine Regeneration mehr, man muss jetzt Medipacks aufheben. Phantom meinte, dass er wahrscheinlich denkt, dass das nur im Singleplayer so sein wird und von daher ja scheiß drauf, Alter. Klar, das Singleplayer wird diesmal wahrscheinlich auch so, dass ich ihn mal spielen werde, weil er echt cool aussieht, aber ich denke mal, Multiplayer wird das, wird COD bleiben, Leute, macht euch ja keine Sorgen. Auch IW war für mich noch COD. Also das Spielprinzip war ja nicht anders so, es war halt ein anderes Setting, man muss immer Spielprinzip und Setting, das darf man nicht verwechseln. Die Jetpacks gehören für mich zwar auch zum Spielprinzip, aber sind auch ein großer Teil einfach dieser Future. Digga, wisst ihr, was ich meine? Ich bin gerade in so einer scheiß Lage hier, Mann. Ja, was soll ich denn machen? Die spawnen alle. Was habe ich neulich im Video gesagt? Ich habe gesagt, dass die Garand wieder vorkommen wird. Und ich hatte recht, Leute, sie wird vorkommen. What the fuck, hat der gesponged? Ich glaube, man braucht eine Waffe Schnellfeuer, Leute. Ich habe so die Theorie, dass hier Schnellfeuer schon so ein bisschen Gamechanger ist. Und beim langen Lauf kriegt man ein anderes Iron-Sight, habe ich gerade gesehen. Das müssen wir auf jeden Fall ausprobieren, weil ich habe es, glaube ich, gerade freigeschaltet. Ich hoffe halt einfach, dass die Waffen und so weiter einfach trotzdem irgendwie cool werden. Und wie gesagt, dass sie sich trotzdem viele neue Sachen ausdenken, obwohl das Setting halt ein altes ist. Das ist ja, wie gesagt, meine größte Hoffnung. Ansonsten sah es richtig krass aus. Ich meine, natürlich haben sie wie immer, wie jedes Jahr gesagt, es wird jetzt das beste COD und so. Das muss ja einmal gesagt. Das will ich sehen. Ja, genau so sah es nämlich aus. Ustasa 89. Das müssen sie ja immer sagen und so. Aber letztendlich war es cool und es ist richtig krass, auch ein Teil davon zu sein, dass sowas eingeladen zu werden. Und so ist natürlich der Oberhammer, um es mal so zu sagen. Gucken, ob das die COD-Welt mal ein bisschen erfrischt. Leute, ihr müsst euch vorstellen, ich lade jetzt quasi seit so langer Zeit schon wieder ein COD hoch. Und meine Nase juckt gerade so hart, ich habe sowas noch nie empfunden. What the fuck ist das hier gerade für eine abgefuckte Szene, Leute? Oh mein Gott, ich rape sie so hart. Jetzt kann ich kratzen. Oh ja, Digga. Oh. Also Leute, die Runde läuft aber eigentlich ganz gut, oder? Also die macht auf jeden Fall Bock. So Leute, das war ein schöner Double Kill, der hat mir gut gefallen. Ist noch easy nuklear und dann habe ich das perfekteste Video der Welt. Verstärktes Geschütz, wo steht das? Wenn ich jetzt hier irgendwo stehe, bin ich am Arsch. Ich darf jetzt nicht in dieses Geschütz laufen.
Komm, ich muss noch einen Kill machen jetzt. Okay, nuklear wird eh nichts mehr. Obwohl es rechnerisch theoretisch möglich ist, aber dazu muss jetzt, glaube ich, alles klappen, was klappen könnte. Ja, und nicht, dass das Geschütz an diesem Ort steht. Willst du mich verarschen? Will der mich komplett verarschen? Wo hat er das Geschütz hingestellt, Leute? Stell's doch direkt wohin, wo es minus 12 Kills macht, Alter. Man darf natürlich von dem Trailer auch jetzt nicht zu viel direkt wieder aufs Game schließen. Es war halt dann, es war zwar actual Spielgrafik, aber es war natürlich trotzdem wieder ein bisschen so cinematic und so. So, das Tor war offen, Leute, das ist voll selten. Nein, der hat wieder geschützt. So muss es sein. Und jetzt nochmal Kinetic und hier hin. Außer natürlich, er hat in der Sekunde den Tempest. Das ist das Einzige mit einer Heatwave zusammen, was mich hätte aufhalten können. Egal. Ja, 3-2er KD. Letztendlich wird es halt Boots on the Ground. Und Boots on the Ground ist was Nices. Das sehe ich so. Wobei ich natürlich sagen muss, dass ich Black Ops 3 echt geil finde. Oh mein Gott, habe ich ihn gefickt, Alter. Nice, Mann. Digga, oh mein Gott. Ja. Kinetic und wie kontert er sie? Guckt euch an. Zack. Der beste Spieler der Welt. Na klar, na klar. Du bist das, Digga. Wie laut ist das denn bitte? Digga, ich bin gerade so in der Zone. Von wo wurde der geholt? So, Drohne haben wir schon mal. Das ist gut. Okay, Konterdrohne. Hier kommt noch einer. Da ziehe ich die Kinetic noch nicht. Die ziehe ich erst im Notfall. Weiß nicht. Ich weiß, dass die eh hier irgendwo stehen, Alter. Oh mein Gott, Digga. Ich musste es gerade einfach machen. Digga, der holt mich auch noch fast, ne? Okay, Hater ist da, Leute. Hinter mir. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, war das knapp. Holy shit. Ja, Teammate hat ihn so geraped. Okay, ich brauche jetzt eine andere Waffe. Ja, die kann ich nehmen. Ich gucke wieder mal falsch. Ich bin ohne Hater besser in Black Ops 3. Es ist einfach Fakt. Na, Tempest ein bisschen gewastet. Macht nichts, Bruder. Der Typ ist so am Spongen da hinten. Den hinteren hole ich mir jetzt. Nein, ich chokes, Mann. Weil meine Hände so geschwitzt haben. Wow, ich spawn hier. Okay, okay. Ich muss hier weg. Oh mein Gott, ich muss hier sowas von weg. Er hat mich so gefickt. Egal, aber 24-5 non-lethal. Ich rape die gerade schon gut. Hab schon absolut noch nie so viel Spaß gehabt in meinem Leben. Die HG40 bockt ja unnormal, Alter. Was geht? Oh mein Gott, war das krank. Ich wusste es. Freut ihr euch auf Boots on the Ground? Ich hatte die ganze Zeit die Vermutung, ja, dass wir so dann so erfahren, dass es so alles ein Prank war und es doch so Alien-Jetpacks gibt und so. So absolut so, dass ich WW2 in MM2 drehe, dann ist so Monster Masters 2, man schießt so mit Laserwaffen auf dem Mars rum oder so. Man spielt so ein Monster und glitscht sich so durch die Gegend, so das war so meine Theorien, alle rasten aus und der Trailer kriegt so 30 Millionen Dislikes oder so. Komm her, Digga. Jawohl, Leute, was mache ich hier gerade mit denen? Leute, was mache ich hier gerade? Ja, 38-8 non-lethal in deren Face, Alter. In deren Face. So, ich will unbedingt eine Sache ausprobieren. Und zwar packe ich mir jetzt hier statt schnellem Magazin. Ach nee, scheiß drauf. Wir nehmen statt übertakten noch einen Aufsatz mit. Und zwar den langen Lauf, weil das Iron Sight dadurch sich verändert. Ich will mal wissen, wie das neue Iron Sight ist. Da bin ich auch mal sehr gespannt drauf. Und eine Tarnung müssen wir uns auf jeden Fall mal einpacken. Ich liebe den Account von dem Typen. Der hat echt alle Tarnungen, Mann. Die Splice-Tarnung nehmen wir uns mal mit, weil Splice so geil war bei Champs, Alter. Das ist eigentlich so krass, ein Headset zu tragen. Man hört so die Sounds so... Ihr wisst schon, was ich meine. So, sie sind so im Kopf, so in der Mitte vom Kopf. Ach krass, das Iron Sight sieht jetzt echt anders aus. Lol. Ach ja, worauf ich noch hoffe im nächsten COD, um mal ein bisschen hier beim Thema zu bleiben, ist eine Sache, und zwar diese offenen Kriegsschauplätze. Das offene Maps, wo die Streaks abgehen oder sowas. Ich weiß, ich denke immer an komische Sachen, aber das wäre halt geil, weil... Ja, wenn es einfach so bashen würde. Wisst ihr, wenn es bashen würde? Ah, es fühlt sich aber irgendwie nice an, das Iron Sight. Ich liebe es, wie ich immer so ein Urteil nach einem Kill fälle. Die Lobby ist so scheiße, der eine Typ steht 9-1. Den hole ich mir jetzt. Jawoll. Zack, zack. Wow, 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 wow. Drohne. Jawoll, Konterdrohne. Leute, dieses Iron Sight, das macht hier unnormal was her, Leute. Das bockt ja übertrieben. Okay, den haben wir auch. Jawoll, den haben wir auch. Komm her. Ich will den Hater jetzt. Ich töte dem Typen so einen Hater jetzt, der hier gerade eine 10er KD hatte. Oh oh, Donnergrollen. Nein, nicht direkt hier, oder? Nein. Oh mein Gott, nein.
Oh mein Gott, nein, Leute, der Typ spawnt auch noch unnormal. Okay, ich hab den Hater. Das war so sweaty AF, Leute. Ich hab sowas noch nie. Ich hab gewartet und er kommt nicht. Er steht da und guckt zur Tür. Mann, das ist so random. Ich mach wieder Hater. Könnte wieder einen Nuklear machen. Die sind so schlecht, Mann. Ich habe ihn von 9-1 auf 13-6 gedrückt. Nee, auf 11-7 sogar, Digga. Auf 11-7. Die geiern den Hater. Ich kann nicht mehr. Einer schießt random einen Bogen dahin, wo nichts ist, wo niemand ist, Leute. Ich muss echt sagen, ich finde beide Iron Sights geil. Kill-Priorisierung, den habe ich. Jetzt hole ich mir den noch. Ja, let's go, Skorpion. Let's go, Skorpion, Alter. Ja, bist schon am Campen? Sorry, Bro. Deiner Dredge, Alter. Frechdachs. Jo, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Checkt den Blog ab auf dem Hauptkanal. Checkt meine letzten beiden Videos gerne ab. Ich bin raus für heute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.